Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW Legion. PvP Schlacht um Guinea ist irgendwie gefühlt das häufigste BG in letzter Zeit, ne? Neben Katmugu. Also sollten wir dafür vielleicht ein bisschen dankbar sein, oder? Katmugu ist schon manchmal richtig Cancer. Aber warten wir erstmal, was hier passiert. Tank und Heiler im Gegnerteam. Mal schauen, was auf uns zukommt. LOL, schreibt er doch echt Inks-Ansagen. Oder direkt mal beleidigen. Ah, you know. Ja, ich bin jetzt bestimmt mal eine Woche leicht triggerbar, Freunde. Das müsst ihr jetzt leider ertragen. Ne? Ich gebe ja sonst gepflegten Fick drauf, aber manchmal ist auch zu dolle. Ne? Da bin ich auch nur human, Alter. Da bin ich auch nur human. Gucken wir mal, ob unsere Gegenspieler auch human sind oder ob die jetzt perfekte Kick-Bot-mäßige Super-Plays liefern. Schauen wir mal, wie kommen in Stealth vor. Die denken sich jetzt, oh, die gehen alle LT. Easy going. Ich stelle trotzdem Totem des Erdgriffs und Ursals Vortex hin, Alter. Fickt euch doch. Fickt euch doch. Ist es euer Scheiß ernst hier, Alter? Also so ja nun nicht. So, aber Massenbannung hier und Feuer frei, liebe Horde. Ja, da entfesselt man sie alle. Da kommt es richtig vor, wie wenn du so eine Hunde von alleine lässt. Einmal Massenbannung in die Wucherwurzeln rein. Sehr schön. So, was haben wir hier? Das ist ein Monk-Abbild. Ja, wir gucken mal. Wenn die hier jetzt nicht so groß Bock haben, den Heiler zu fokussen. Müssen allerdings hier den Guten, natürlich haben sie doch, okay. Okay, sie geben sich nicht kampflos geschlagen. Das ist natürlich auch eine empfehlenswerte Sache. April-Scherz oder nicht, ich habe gelesen, dass Schamanenbegleiter, also die komischen Elementare, ne, dass die Guten jetzt, ey, der eine Monk hier hält mich jetzt vom Tappen ab die ganze Zeit, dass die Guten jetzt Hunter-Pet-mäßig aggressiv alles angreifen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Dass Schamanen jetzt aufpassen müssen. Wir ziehen mal Gotteshymne. Das ist mir nämlich viel zu viel Damage hier und wir haben uns so aufs Tappen konzentriert, dass wir jetzt uns hier erstmal eine Heilung pushen müssen. Das ist der Hauptgrund, dass alle dadurch leben, weil heftig sei hier ins Maul, ist erstmal egal. So, ja, so viel zum Inks-Ansagen. Mine 4 wartet sich da, aber so schnell können wir natürlich nicht reagieren. Da sehen wir wieder, die Ansage ist natürlich nicht alles, ne? Aktion, Reaktion ist natürlich so ein bisschen das, was da dann kommen muss. So, da ist safe. Ich hoffe, es kommt wer mit. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft, Freunde. Das ist natürlich richtig, ja? Muss man natürlich so sagen. Plus, ja, Vegos zieht das in Erwägung. Ah, mega Joke, Alter. Jetzt freut er sich. Drittes Ei, so denkt sich so, oh, Digga, so ein geiler Spruch für mich. Direkt Familienwappen basteln lassen von irgendeinem hochgradigen Designer, ne? Dazu dann den Spruch drunter, so. Ah, die Familie Vegos, ne? Ist natürlich klar, dass seine Familie auch so heißt, wenn sein Ingame-Hunter den Namen trägt, ne? Ist doch völlig logisch, oder nicht? So, wen haben wir denn hier? Wow, okay, den hätte ich nicht mal mit Schutzengel so schnell kriegen können. So, alte Zibbe, du kriegst hier auch gleich ein Junge. Was? Oh, ein Furorkrieger, der brennt, Junge. Der chargt mich jetzt auch gleich kaputt hier. Da kommt der Sturmhammer geflogen. Sehr schöner, festsetzender Pfeil da. Hier von Stritzki. Stritzki, Amitski. Boah, der Burst, Junge. Ne, oh, Junge. Ey, den räumen die doch jetzt kaputt in der Zeit. Oder mich? Na, wen trifft's? Keinen, okay? Von mir aus. Junge, das halte ich ja auch nicht lange aus. Der wartet da nur drauf, den nächsten Kick zu setzen hier. Heilige Scheiße, Junge. Boah, das war ordentlicher Burst. Alter, meine Fratze. Meine Fratze. Ne, nicht meine Fresse, sondern heute mal meine Fratze. Junge, Junge. Da kommt der nächste Silence. Sie haben ordentlich Bock. Guckt mal auch, wie die uns hier hart disrespekten wollen. Jetzt sehen sie ein, dass sie kicken müssen. Das ist natürlich für einen Heiler auch ordentlich Disrespekt, finde ich, ne? Wenn man hier den DD umfokust und nicht mal versucht, ihn zu kicken. Ihr seht, mit Kicks geht das dann deutlich besser, ne? Haben sie gerade versucht. Wir sind die coolen Alis, Digga. Wir brauchen, wir geben Fick auf dich und deine Heilungsscheiße. Ja, Arschlecken war. Musste sie doch machen. Freunde, ich weiß nicht, ob das Sinn hat hier mit den Minen. Wollen wir mal Leuchtturm holen? Mal so ein bisschen komisch spielen. Wie wär's denn damit? Ja, ne? Das ist Mine, by the way. Ja, man muss es auch mal sagen, ne? Ab und zu mal so eine Runde schreiben. Wir gehen nämlich mal Karma-Berührung runter. Hier, tolle Sache. Zack, aber zu mehr sind wir auch nicht in der Lage. Mal gucken, allzu schlecht kannst du eigentlich sein. Jawohl, der Dudu hier. Taika, ne? Habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Muss ich zugeben. Aber wir brauchen natürlich die Mine. Ne? Wir liegen ordentlich hinten in Punkten, Freunde. Also das war am Anfang ganz schön blöd gelaufen. Das hätten wir aber merken müssen. Klar, Wasserwerke war so wenig Widerstand. Ne? Da hätte man, ja, da weiß ich nicht, so wie wenn man den Widerstand von Wasser verringern will, ne? Nimmt man das Wasser weg. Ja, das hätten wir tun müssen, indem wir eine Menge Hordler von Wasserwerke abziehen. Ja, ist klar. So, Freunde, das ist hier bescheuert. Was machen wir? Jawoll, Riesen. Oder Ryzen oder Ritzen und beide ja auch schön auf dem Chopper, ne? Beinhart wie ein Chopper. Ich sage, ich überlegt, ob ich ein spontanes anderes WoW-Wort finden kann, aber das Ding heißt ja auch ein WoW-Chopper, ne? Gar nicht so geil. So, Leomar, sehr schöner Move von ihm. Wo willst du denn hin, hör mal? Was, wie heißt denn die Gilde? Hardcore I mit O's? Okay. Diverse Leute jetzt triggert. Kollege, ja, ne? Ja, man muss mich auch nicht beachten, also ist okay, ne? Kann man ja machen. Was ist denn hier jetzt los? Ach, ist ein Ali, ich wollte gerade sagen, ist ja gar keiner. Oh, na, da schau aber her! Gut, das können wir niemals halten, aber das ist natürlich erstmal eine ordentliche Ansage an die Allianz und ihren Punktevorsprung. Sehr, sehr schön
gemacht an dieser Stelle. Und wir gucken mal kurz hier den guten Stritzki an. Er hatte nämlich erst Angst, ist nämlich reingejoint, gerade in die Gruppe, hat sein Gear angeguckt. Ne? In dem Moment, Dick Ink. In dem Moment habe ich aber in seine Battle.net-Notiz geguckt, wo schon stand, suche so und so für das und das Arena. Da dachte ich schon, Digga, der kann bestimmt was. Und eben haben wir es gesehen, dass Gear nicht alles ist. Ne? Shoutout an den guten, der hier seine Klasse auch ohne High-End-Gear beherrschen tut. Ne, es gibt sie noch, Freunde, die Spieler, die was können. Ne? Fragt ihr euch zu Recht, ob sie noch gibt, wenn ihr nur meine Videos guckt. Ja, muss man ja auch mal sagen. So, da haben sie die erste schon wieder. Jawohl, die Minen wollen sie nicht hergeben. Ne? Die Minen für die Allianz und so, ja, gönnen wir ihnen doch. Sollen sie es doch haben. So, gibt's mal da noch einen schönen 4 Sekunden Stun, volle Dauer in die Fresse. Oh, da können sie jetzt schön ins Maul geben, aber der Demon Hunter fällt natürlich trotzdem erst nach dem 4 Sekunden Stun um. Wäre auch zu einfach gewesen, aber da sollte man den Priester eben nicht unterschätzen. Definitiv nicht, denn das macht natürlich ordentlich Aua und Slow dann mit entsprechender Skillung, wenn ich mich nicht irre, auch noch das Movement, ja, Geschwindigkeitsmomentum. Ah, geil gerettet, oder? Und natürlich erhöht es auch unseres. Ja, so ein bisschen Diebstahl-Schurkenmäßig. So, wir verstecken uns mal hier. So, hier sieht uns nämlich niemand. Ha! Ja, was wollt ihr tun, Allianz? Ja, wir müssen trotzdem auf die Flagge ein bisschen aufpassen. Ja, ist jetzt schwierig jetzt hier, dieser Zwist, ne? Ja, kämpft schön weit vorne, wenn hier welche bleiben. Jawohl, hier wird fleißig rumgesprungen, ne? Ich bin Furorkrieger, ich sterbe nicht. Das ist ja bei Kriegern, ist ja so. Die haben ja zum einen den normalen Klassenhallen-Perk. Das ist die Heilerin, ne? Talca, jawohl. Aber hier alleine rein, Mädchen, ist das so clever? Ja, bist nämlich nicht alleine, ist wirklich clever. Not bad, okay. Und bei Kriegern ist ja wirklich so, die haben ja zum einen ihren Klassenhallen-Perk. Wo sie so schön auf den verhärten Inseln, wenn sie sterben, von Odin gerettet werden. Ja, oder von so einer Walküre. Dann haben die im PvP ja zusätzlich noch den Perk, wo sie nicht sterben, Alter. Also Furorkrieger im Open-World-PvP, Digga. Dann am besten noch die Schultern, wo sie 300 mal Helden auf der Sprung machen können. Junge, Junge. Dann noch das Auge von Amantul aus der Raid-Quest hier, was man dann bekommt, wo man auch nochmal gerettet wird. Alter, aber dann viel Spaß mit dem Krieger als Gegner, Junge. Das ist ja, der steht ja 20 mal auf, ey. Das ist ja nicht feierlich. So, an der Flagge wird gekämpft. Wir haben gesehen, da waren schon auch diverse Tap-Versuche. Die haben Bock. Ich habe mehr Angst um unsere andere Basis, aber die Punkte ticken gerade ganz gut. Tick, tick, boom, hier wird ganz gut gespielt, hier wird geschrieben, hier wird drauf geachtet, hier wird nicht geflamed, noch nicht. Hier, er versucht es immer wieder, ne? Ah, ins Maul. Ah, ins Maul. Dicker 1300er Kritiker. Was ist los, Demon Hunter, Alter? Fuck you, Digga. Nice, bester Mann. Freunde, wir müssen trotzdem auf den aufpassen, ne? Was ist denn mit dem? Der versucht da immer noch zu tappen, Alter. Wir kommen hier nicht weg. Wo denn weg? Da oder was? Ja, aber wenn ihr die da jetzt so beschäftigt, das ist ja immer nicht das Schlechteste. Das muss man ja so sehen, ja. Jede Aktion, ne, und das ist schön, dass ich es nochmal sagen kann, ruft ja eine Reaktion hervor. Und wenn sie da zu zweit oder zu dritt immer wieder reinrennen und dadurch der Angriff oder der Sturm auf Wasserwerke und auch Leuchtturm nachlässt und unsere Leute zusätzlich wieder Stritzki, Alter, der jetzt hier roam geht, ja, wenn das passt, ist das okay. Ja, dann ist das richtig gut sogar, möchte ich meinen. Problem ist jetzt das hier. Problem ist jetzt dieser Spawn, der natürlich immer wieder voll in unsere Fresse ballert, wenn jetzt Wasserwerke harte Kills machen. Ne? Und das könnte natürlich problematisch werden. Da müssen wir jetzt schauen, dass die Leute einfach mobil sind. Da kommt noch einer. LT4 schreibe ich mal. Weil das sieht nicht gut aus. Und ich glaube, der Demon Hunter pirscht ja auch schon wieder rum und wartet nur darauf, sich hinter uns zu schleichen. Da ist er doch schon. Hat der Lex? Was ist denn mit dem, Alter? WW clear. Ja, Freunde, dann jetzt hier schnell rüberkommen. Was ist denn mit... What the fuck? Hallo? Hi? Was ist denn nur mit dem? Was ist denn mit dem? Ich meine, wenn er Hardlegs hat, versucht er gerade mit seinen verzweifelten Tap-Versuchen das Beste draus zu machen. Aber was zum Fick bin ich denn sehen? Der tut mir ja fast schon leid, Mann. Das ist doch... Was bei ihm geht, ey. Oh, CC. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Da gibt es gleich mal einen Schutzengel hier ins Face, Kollege. Zack. Nicht, dass mir einer wegnippelt so ganz spontan. Das wollen wir ja nicht. Wollen wir mal Gotteshymne ziehen? Ja, komm, wir machen es mal. Wir werden ja gerade nicht gefokust. Wird sich jetzt sicherlich ändern, wenn das irgendwer erkennt hier. Nö, Gebete, Hopsen. Schön, Schutzengel war noch aktiv. Dick Heilung hier. Zack, nächstes Segenswort. Sehr, sehr schön. Auf den guten müssen wir jetzt aufpassen hier mit seiner Vampirberührung. Dots lieber nicht runternehmen. Ist nur Moonfire und ein Slow. Das macht den Shadow jetzt nicht sofort kaputt. Bam. Okay, jetzt nochmal eine Massenbannung rein hier. Getappt wird nicht. Wer tappt, fliegt, ne? So ein bisschen. Ryzen und Co. Bleibt ruhig bei Mine, das lenkt die ab. Ja, da wird das hier richtig erkannt, Freunde. So, Hashtag effizientes Ablenken. Ja, gut, Hashtag mit Leertaste. Das ist natürlich Beginner-Level, ne? Ohne Jan Delay allerdings. Ah, okay, jetzt kriegen wir hier aber auch mal richtig hart ins Maul. Jetzt kommen hier ein paar Allies mehr, wie es aussieht. Aber solange die uns nicht hart fokussen, sollte das trotzdem noch im Bereich des Möglichen liegen. Wir haben auch jetzt nochmal unseren kleinen Stun ready. War jetzt blöd, das auf den Krieger zu machen, der gerade wirbelt. Okay, aber hey, der Schaden kam trotzdem. Und der ist übrigens auch nicht ganz zu verachten. Ne? Das römmelt trotzdem ganz gut rein. Wir können hier sehr schön durchcasten.
bin ich großer Freund von. Warum verteile ich immer, wenn ich Monks und CC-ende Klassen und kickende Klassen am Arsch habe, immer wieder Erneuerung? Die hat eine Initialheilung, ne? Und die löst zusätzlich auch noch unser Echo des Lichts aus, unsere Meisterschaft, die nochmal zusätzlich heilt, einen bestimmten Prozentsatz von der Direktheilung. Und das ist natürlich dann besser als nichts. Und vor allem, wenn man dann stirbt, sollte das zumindest, ja, nochmal ein bisschen einen kleinen Puffer geben, ne? So, jetzt müssen wir allerdings aufpassen. Wenn die jetzt nämlich kicken, dann haben wir hier ein Problem. Vestibül hat sich hier erledigt aus der Gilde Jode. Oh, jetzt wird's böse. Jetzt wird's böse für uns. Jetzt muss Segenswort aktiv werden. Zack, ja, yeah, aber trotzdem immer noch sehr, sehr böse. Ernststufe 39, ich rette mich, Ernststufe 39. Holy shit, Naruprock, komm schon, nicht, aber, boah, Junge, ich scheie mir hier die Heiße aus dem Leib. So sieht's aus. Sehr fett gedefft, liebe Horde. Sehr, sehr schön gemacht, Alter. Gestern auch abends ganz knappes WG wieder mit meinem Cousin gespielt, auch hier, ne, wo dann tatsächlich in den letzten Sekunden, wir hatten 1496 Punkte und dann plötzlich 0 Basen, Alter. Also da sind wir komplett gestorben. Es war morgens um 1 und dann so ein BG, Alter. Das war mein persönliches Armageddon schon wieder. Also da war ich froh, dass ich das nicht noch aufgenommen hatte. Zum einen gibt's um 1 nicht mehr großes Commentary. Da bin ich auch komplett im Arsch, Alter, ne? Dollar John hat das mal so schön gesagt. Wir kommen am Samstag aus der Disse und sehen aus wie die Nazgul, ne? Muss man so sagen. Freunde, kommt mal hier zurück, bitte. So ein bisschen Defense fände ich jetzt ganz schön, muss ich sagen. Komm mal her, ihr Mr. Krieger. So, komm mal ran hier. Das war da bis eben so schön. Der Zwerg hier, guck mal, wie der transmogt ist, oder ist das ein Kostüm? Ah, ich sehe es gerade nicht. Kann auch ein Kostüm sein. Ansonsten sieht er aus hier wie ein platte gehüter Kapitän, ne? Kapitäne, die Black Pearl, wo ist sie denn? Zack. Leider immer noch keine Naru-Proxy seit langer Zeit. Und mein lieber Monk-Freund, du kriegst jetzt erstmal ins Maul, dann gibt's hier mal den göttlichen Stern. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir's machen. Geben uns mal den Schutzengel hier jetzt an der Stelle. Zack. Ja, guckt euch an hier, die erhöhte Heilung. Bam, alle wieder voll, Junge. Schönes Siegel vom Demon Hunter. Hier, guckt mal, wie er die alle übereinander setzt, ne? Hauptsache, ich mache wieder irgendwas. Mister, ich legge hart, Alter. Gönn sich hier reichlich, ne? Also, wenn der jetzt noch die Base tappt, das wäre absolut krank. Wir haben das BG dann übrigens noch gewonnen, ne? Wir haben das hauptsächlich verloren, weil wir nochmal irgendwo hart geinkt haben. Warum auch immer, wir waren relativ bescheuert alle, ja, muss man jetzt so sagen. Und ich habe aber auch noch nie einen Demon Hunter Tank so schnell sterben sehen. Also das muss man ihm lassen, das ist auch eine Art Rekord natürlich, ja. So, ey, wir haben einen Naru-Proc, Junge, sowas gibt's noch. Toll, Alter, tolle Sache. Und ja, aber war trotzdem knapp. Wir haben noch so gesagt, Digga, die inken so hart, wenn die das jetzt hier kriegen, wir verlieren das. Ja, es war knapp und trotzdem noch gewonnen. Das sind dann doch interessante BGs. Ja, ich sag nicht schöne, weil schöne BGs sind für mich einfach sauber gespielt, schnell gewonnen. Aber auch sowas kann natürlich interessant sein. So, und selbst wenn sie jetzt Wasserwerke holen, sollten wir das haben. 2 bis 3 reagiert er trotzdem noch, Freunde. Ist egal, oder? Ja, das ist jetzt Latte. Also die paar 50 Punkte, ja, wollte ich doch sagen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die nicht noch weg... Also das war gerade nur eine Geschichte, Freunde. Ich will es jetzt nicht nochmal haben, bitte. Das war nur ein bisschen Storytelling, was die Woche so passiert ist, Freunde. Bitte, bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Das muss ich nicht haben. Das sage ich euch, wie es ist. Wir drehen uns jetzt auch wieder auf den Krieger mit dem Wirbel, wo er immun gegen die Scheiße ist. Ach, ich bin auch dumm, Alter. Ja, ist egal, ne? Ich habe gerade gesagt, ist egal, das ist die Ausrede. Ja, nice. Aber schön gespielt hier, muss man sagen. Also, gut geliefert von der Horde. Ja, es gibt sie noch, die Horde. Wir bleiben mal an der Flagge, ein bisschen hängen Katzen auf der Zunge, Alter. Gott sei Dank ist das BG gleich vorbei. Keiner Katz. Kennt ihr das? Es ist so räudig, Alter. Ich glaube, ich hab's. Geil. Oder? Ja, doch, ich hab's. Geil, Glück gehabt. Ja, vorne 88. Werf mal, ich hab jetzt Panik hier, Alter, dass das normal passiert. Dass das jetzt so Norm wird. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Das geht natürlich gar nicht. Aber wir haben's. Schön gespielt hier von der Horde. Muss man sagen, kann man nicht meckern. Schön. Win. 860er Schuhe. Meisterschaft. Crit-Meisterschaft. Schwierig. Schwierig, schwierig. Müssen wir mal sehen vorne. Ja, schön gespielt hier tatsächlich. Gewirkte Heilung. Ja, Talgar nochmal schön weggeballert. Ne, da war der Fokus halt real. Und wir gucken mal, was unser guter Kollege gemacht hat hier. Wo sehen wir ihn denn? Ja, 3-3, oder? Schaden bestimmt solides Mittelfeld hier irgendwo. Wie rum denn? Ne, so rum. Ja, oberes Mittelfeld, ja. Ohne das Gear. Ja, es geht noch, Freunde. Grüße, gehen raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part, Freunde. Bis dahin, haut rein. Tschau.